Wir folgen den Rosen. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Okay. Er hat einen Jungen hergebracht, um die Tür zu öffnen. Von wem ist da die Rede? Okay, jetzt leise sein. Ich will mir ja gerne alles angucken, aber hier die Feinde, die werden mich hier daran hindern, mit Sicherheit. Das wollen sie sich bestimmt nicht, dass ich mir alles anschaue. Komm ich hier irgendwo lang? Nee. Okay. Was ist das, was so leise? Hat er nur einen Helm auf oder nicht? Das war's. Kurz und schmerzlos. Ja, den musste ich auch loswerden. Ich musste hier. Ja, wenn ich irgendwas schieben muss. Alles sonst safe, ja. Alles safe. Das haben wir alles, okay. Chemiezutaten haben wir alle da. Oh, von der anderen Seite verschlossen. Ja, wer hätte es gedacht? Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwelche wichtigen Artefakte, die ich brauche? Nee. Hier noch was? Okay. Gut, dann machen wir mal das. Da oben komme ich durch. Machen wir mal das Offensichtliche. Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. Hab schon gesehen hier, dass da oben noch was ist. Ja. Aber wo ist die Stelle, wo kann ich hier hoch? Ich guck mich noch erstmal um, bevor ich hier mit dem Wagen hier die ganze Zeit rumfahre. Irgendwo muss es eine Stelle geben. Das sieht doch ganz gut aus hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, muss man einen Führerschein schon für machen für das Teil. Klar, das ist natürlich auch ein schwerer Wagen. Da kann sich jetzt auch nicht so wie so ein Sportwagen steuern. Okay, rennen wir mal hier noch ein bisschen rum. Jetzt mal noch nicht durch das Tor. Ja, hier ist auch noch eine Truhe. Gucken wir doch mal rein, was da ist. Ein Stück Schnur. Den Rest haben wir alles noch. Sehr gut. Also gehen wir mal hier rein. Na, ja, mit Kraft, genau. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern. Okay. Mit rotem, das mit Buch, rotem das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Hätte ich ihn jetzt ausschalten können von hier? Hätte ich das tun können? Ich hätte es tun können.
Was war das? Das war's mit dir. Was ist hier denn passiert? Warum haben Sie das getan? Jemand wird dafür bezahlen. Warte doch, bis ich dich finde. Das war's. Noch einer? Ja, er hat unseren Vater getötet. Dafür muss der bezahlen. Da haben wir ihn erwischt. Ich hoffe, hier ist kein weiterer. Oder war er das überhaupt? Doch, das war er. Das ist dieser Abt oder Alchemist, der da vorhin schon begegnet ist in der Zwischensequenz. Ja, keine gut. Ratten. Merkwürdig. Da wirklich merkwürdig. Ist hier irgendein Buch? Hatte er das Buch? Nee. Sieht nicht so aus. Hier ist noch was. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Ist sonst noch irgendwas hier? Nee. Das wird so einfach zu bezwingen wäre, hätte ich nicht gedacht. Okay. Wenigstens kommen die verfluchten. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Ich guck erstmal hier nochmal. Okay, hier sind die Rosen. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Okay, lass die hier mal suchen. Da sind sie ja. Haben wir die etwa schon vermisst, oder was? Okay. Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Das heißt... Na los, haut schon ab. Verschwindet. Könnt ihr darüber? Auch nicht besser. Okay, das heißt, hier schnell vorbei. Jetzt haben die hier gleich noch mich als Nachspeise. Dieses Ding. Boah. Wird es am Ende alles bedecken? Ich hoffe nicht. Rückweg ist schon mal abgeschnitten. Das können wir uns noch als Notfall holen, das Somnum. Machen wir das mal. Linosa holen wir noch nicht. Da holen wir uns auch noch mal eins. Ja. Das brauchen wir momentan nicht so oft. So, nochmal kurz ein bisschen ausgerüstet. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen.
Gefangener. Okay. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Da ist auch noch einer. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Dann muss ich hier lang. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Okay, einmal werfen. Hast du was gehört? Sehen wir mal nach. Sei vorsichtig. Ja, hier mal schnell vorbei. Komm schnell. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Alles sicher. Waren nur die Ratten. Das war nicht ich. Okay, kann ich hier schon mal sehen, wie das weitergeht. Nein, so nicht. Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Ja, wie bloß. Okay. Ist einmal weglocken. Dann wissen wir ja, wie das geht. Ah, das sind immer noch welche. Dann locken wir die nochmal hier hin. Das wird die Ratten beschäftigen. Ja, das sind auch echt viele. Schnell, schnell weg. Und los geht's. Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Ja, ich hoffe auch. Ah, das ist ein bisschen schon auf dem richtigen Weg hier. Aber hier dürfen wir nicht nachlässig werden. Es kann noch überall von Feinden. Es kann überall noch Feinde lauern. Oh, ist das hier dunkel. Ja, ein Hammer. Können wir was bauen? Ja, die größere Tasche. Ja, die bauen wir auf jeden Fall erstmal. Nicht schlecht. Die größte Tasche. Das sieht doch schon mal gut aus. Das machen wir als nächstes hier. Hier machen wir als nächstes weiter. Aber jetzt können wir erstmal schön viele Sachen mitnehmen. Es ist so dunkel. Ich gehe hier lang. Immer zum Licht. Okay. Was machen wir mit dem? Über unseren jungen Ygote Ruhm? Senior Nicholas ist weiterhin auf also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Das Episongus.
Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Okay, die Kirche steckt hinter dem Ganzen. Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Ja, ich muss schnell hinterher. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Das musst gerade du sagen. Okay, schnell hinterher, aber trotzdem aufpassen. Weil der ist auf jeden Fall ein ganz mieser, dieser Papst. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanquist ein bisschen Schach halten? Solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Jetzt ist es auch nicht für die auszuschalten. Ah, hat sich da etwas bewegt? Ich muss näher. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Neron kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Alles stimmt. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ja, ich bin ja auch noch hier. Immer dranbleiben. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Ja, ich will mich trotzdem hier nochmal angucken. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Ach, schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit. Okay, es gibt einen Weg. Den Weg. Wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ja. Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ah. Ich will dich gar nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast. Ja, komm, gib Gas. Komm schon. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Okay, schnell weiter. Schnell. Hey, wir müssen rennen. Weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken! Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Mach zu. Wird das reichen? Es muss. Also gut.
Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Roderick, ich brauche das Buch. Es ist ein Dorsch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Vielleicht ist es hier. Wart nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Okay, das ist eine geheime Bibliothek.